Hallo, da sind wir wieder. Mitten im Gespräch haben wir das letzte Mal aufgehört, aber es geht direkt weiter. Direkt weiter, obwohl es schon Nacht ist. Ja. Wirklich niedlich, die Burschen. Hunde. Spinnst du? Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich, um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Das ist ein Deal. Kann man mal machen. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Bus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meier und Meier. Genial. Und jetzt heißt sie nur Meier? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? War das gerade ein Scheiterhaufen mit einer Leiche, die da drin gehangen hat? Oder habe ich mir das eingebildet? Ja, irgendwie schon, ne? Mir geht der da überhaupt nicht drauf ein. Was ist das für eine Werkstatt? Was stellen die hierher? Scheiterhaufen? Oder die werden dann nach Übersee transportiert. Mit großen Schiffen kommen die Scheiterhaufen an. Man kann auch so die Leichen schon dazu kaufen, wenn man möchte. Massenherstellung. Und das neueste Produkt ist der Portable Scheiterhaufen. Wenn man unterwegs mal richtig Hass auf einen kriegt, ne? Der Scheiterhaufen Pocket für Halblinge und Zwerge. Es gibt auch den Scheiterhaufen Collar und Advanced. Aber bald soll ja dieser Scheiterhaufen 2 rauskommen, ne? Das ist so ein Klappscheiterhaufen. Und der Color, da kann man die Farbe der Flamme ändern. Gut, wo wir das erklärt hätten. Es gibt auch den E-Scheiterhaufen. Der ist dann mit einer elektronischen Flamme. Das ist ja umweltschonender. Es gibt sogar einen Vegetarier-Scheiterhaufen, da wird nur Gemüse angezündet. Nee, das ist eigentlich Anti-Vegetarier dann, aber. Ach so, stimmt. Als würden die Vegetarier ihr Gemüse anzünden. Oh, so ein Bratapfel. Komm, lass mal weitermachen, oder? Ja, ne? Hatte dein Bruder Geschwister, Feinde? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Seine Krankheit, genital. Vielleicht war er in sie verliebt. Nee, nicht ganz. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber hat ihr Zuhälter. Ja, Syphilis. Ja, genau. Und ihr Zuhälter sagt natürlich ein Fieber, weil natürlich. Er nicht will, dass die Leute wissen. Wobei Syphilis ist, glaube ich, tatsächlich auch, dass du dann an hohem Fieber stirbst. Gut, das stimmt natürlich auch, aber ihr Zuhälter wird wohl wissen, dass sie Syphilis hat, oder? Das wird er dann nur nicht sagen, ja. Ja, das genau. Weiß ich nicht, ob er das wusste. Warum sollte er das wissen? Wer soll sie ihm das sagen? Ja, wenn gut. Wenn er es gewusst hätte, hätte er sie nicht länger eingestellt wahrscheinlich. Weiß gar nicht, ob Syphilis tödlich ist. Also heutzutage immer noch, Fall. Denke nicht. Okay. Man gut, kann heute Glück so viel gehabt. Behandeln. Nein, Quatsch. Was weißt du? Das war geschmacklos. Ja, war es wirklich. Sorry dafür. Was weißt du über den Mord?
Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Der Rauch kam nicht vom Platz des Hieranten, sondern von hier. Mist, sie probieren noch den neuen Scheiterhaufen aus. Unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da, ein Zwerg scheren? Es gibt... Also das Syphilis ist sicherlich keine Verbindung von Priscilla und dem Zwerg. Nee, das muss irgendwie Zufall gewesen sein. Das mit dem Puff ist eine gute Frage. War das Rosmarin und Thymian vorher ein Puff? Ja, aber ist ja jetzt nicht mehr. Ja, ja, aber das ist eine Verbindung. Na, wobei, nee, nicht so wirklich. Doch, könnte sein. Aber irgendwie schon, ne? Es ist derselbe Dunstkreis so irgendwie. Also vor allen Dingen, weil sie ja die falschen Plakate aufgehängt haben. Könnte ja sein, dass ja, der Mörder denkt. Warte, wir haben das ja jetzt auch, wir haben das ja jetzt auch, die Quest im Zusammenhang damit erfahren. Stimmt. Also wenn die halt einen falschen Plakat aufgehängt haben und der Mörder dachte, dass Priscilla eine Hure ist, weil sie dort arbeitet. Ja. Vielleicht ein Hass auf Huren und die sie bezahlen. Ja. Weil der Typ war ja keine Hure, der war ja... Naja, aber das ist natürlich trotzdem noch relativ weit hergeholt. Ja, sehr, sehr weit hergeholt. Gucken wir mal. Fakt ist auf jeden Fall, er hat Priscilla bewusst getötet. Er war nicht einfach ein Irrer, der zufällig am selben Ort Priscilla... Sonst hätte er ihren Namen nicht auf diesem Zettel geschrieben. Aus Menschenhaut. Ja. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Er ist natürlich ein bisschen albern, weil es gerade regnet. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Die wurden auch verbrannt. Statuen der alten Götter. Entschuldigung. Nur Frauen. Wie Statuen der alten Götter. Ist das nicht ein Kunstwerk von dem Zwerg, was da in der Mitte steht? Das ist doch kein echter Scheiterhaufen. Ich meine, er ist Schreiner, ne? Ist ja irgendwie... Oder ist... Ja, das ist ein Kunstwerk, okay. Das aber gebrannt hatte. Und deshalb sind die Leute hier hingekommen und haben da die Leiche von Fabian gefunden. Ja. Also das Kunstwerk wurde praktisch angezündet. Okay. Mit den Frauen darauf, auf dem Scheiterhaufen. Oder er hat was gegen Künstler. Das ergibt natürlich auch Sinn. Klar, gerade Priscilla mit ihrer wirklich ausladenden Kleidung und so. Weil sie lebt ja den Künstlerstyle hoch 3. Kannst ja noch mal gucken, was die noch so herstellen, aber das sieht schon sehr nach künstlerischen Arbeiten aus. Ja, das sind ja Schreine. Was die machen. Der Mörder hat was Schweres geschleift. Was über den Boden gezogen. Oder von eine Leiche. Zur anderen. Mehrmals. Was ist jetzt? Also es gibt Kratzspuren. Ja, etwas Schweres wurde hier über in den... In diese Tür rein. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Kann ich verstehen. Muss klar. Immer sehr schwierig sein, sich dann nochmal das Hab und Gut anzusehen. Da hinten glitzert übrigens auch noch was. Hier? Ja, klar. Predigt eines besorgten Bürgers.
Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Feuer kann mit seinen Flammen wärmen, Feuer kann unsere Nahrung zubereiten, Feuer kann die Schrecken der Nacht vertreiben. Doch Feuer kann auch versengen, verbrennen und verzehren. Deshalb müssen wir mit dem ewigen Feuer und seinen Geboten in Harmonie leben. Wer seine Lektion nicht erfolgt, wer sie ignoriert, wer sich darüber lustig macht, soll sein Leben in seinen Flammen verlieren. Nehmt euch meinen Rat zu Herzen, gute Menschen, oder ihr werdet mit den Konsequenzen eurer Taten leben müssen. Nun. So, jetzt hier aber mal richtig schön umschauen. Hier war es auf dem Boden. Noch mehr Blutflecken, aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Warum sollte man das tun? Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Umgestoßener Stuhl. Ist immer strange. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Fabian konnte sich also noch wehren. Augen. Menschlich. Total verwest. Hier ist nichts. Sind das seine Augen, die da liegen? Hier liegen seine Augen, genau. Dann hat er ihn dort gefoltert. Ja, das heißt es auf jeden Fall. Geht's da irgendwo noch runter? Nee. Sieht nicht so aus. So, gucke ich draußen nochmal kurz. Nee, ne? Können wir nochmal mit ihm reden? Ja. Ja? Ich hab mir deine Statuen angesehen. Und? Lebensecht, findest du nicht? Vor allem die Frauen. Melitheles Brüste sind die größten, die ich je gesehen habe. Oh ja, Fabians Werk. Ich sag noch, Bruder, solche Titten würden jeden Rücken brechen. Schnitz die mal nach. Er meinte aber, sie würden den Absatz steigern und ich solle die Klappe halten. Und das mit dem Absatz kam hin. Bis zu einer Tempelmesse. Da sagte Hochwürden, wer Idole vom Anderling Meier kaufe, sündige doppelt. Als Ketzer und als Lüstling. Aber Schluss mit lustig. Warte mal, da sagt man Hochwürden, wer Idole vom... Hochwürden, vielleicht ist der ja, hat ja der was damit zu tun, wenn der da so gegen ist. Der ist ja auch so ein Folterer, ne? Der war ja vorher Folterer. Krass. Also es bisher. Und der war auch dagegen, dass wir die Leiche untersuchen, dass wir dort sind in dem Obduktionsraum. Der kam ja da rein und. Und wenn er sagt, dass diese Idole, sag ich mal, Ketzerei und. Weil es alte Götter sind. Halt nicht gut. Die Flamme, das ewige Feuer, ne? Deshalb ist das Ketzerei und Lüstling, weil halt Melitheles Titten so groß sind. Hat Priscilla damit irgendwas zu tun? Mit Ketzerei, mit irgendwas, was... Also, dass er ein Motiv haben könnte, ihr das anzutun. Irgendwie nicht so wirklich, ne? Oder wir sehen nur die Verbindung irgendwie nicht. Aber irgendwie ist der Typ hochverdächtig, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Na dann? Ich bin schon im Bilde. Fabian war in der Werkstatt, als der Mörder ihn angegriffen hat. Sie kämpften. Fabian wurde überwältigt. Dann gefoltert. Eine Weile. Die Einzelheiten muss ich nicht wissen. Sie schlagen mir auf den Magen. Als es vorüber war, zog der Mörder Fabian auf den Hof. Er machte aus den Skulpturen einen Scheiterhaufen und setzte sie in Brand. Aber warum? Ach so, deswegen. Wozu denn? Um ein Exempel an ihm zu statuieren. Für die ganze Stadt. Dann war's aber. Gut, wir haben genug geredet. Beides, ne? Ein Ritualmord und eine Strafe. Pass auf dich auf. Ja. Naja, es ist ja kein Ritual. Ein Ritual ist ja normal keine Strafe, sondern. Rituale sind aber immer religiös. Immer eine religiöse Motivation. Rituale können auch kulturelle Motivation haben. Ja, aber das ist auch Religion im weitesten Sinne. Den ganzen Tag unterwegs und jetzt
Du kannst im Dunkeln sehen. Oder? Wenn man irgendwas. Also ein Ritual hält man ja ab, um irgendetwas zu verehren oder irgendwas oder irgendwem zu huldigen. Oder nicht? Ich weiß nicht, ob das im Wort Ritual direkt drinsteckt. Ja, also erstmal ist es halt ein sich wiederholendes so kulturelles Ereignis, ja. Genau. Im weitesten Sinne. Stimmt, es muss nicht unbedingt religiös sein. Das meine ich halt. Ja, das stimmt. Gut, dann gucken wir mal die Gasse an. Also hier ist sie gestorben, hier ist sie gefunden worden. Warum hat er sie nicht getötet? Wollte er, dass sie lebend gefunden wird vielleicht? Wir sind nicht in der Gasse. Fällt mir gerade auf. Das hier ist einfach nur ein Flur zu einem Haus. Okay. Aber wo ist die Gasse dann? Hier hinter wäre sie. Kannst du mal die Plakate angucken? Oh, natürlich. Du kannst im Dunkeln sehen und bist zäh. Du wärst ein Scherz, Komödie. Naja, nochmal bitte. Ich hab's so nicht lesen können. Oh, warte mal. Na, ich will das lesen. So, schärfste Komödie des Jahres, die Rettung des Wandlers oder Sex des Triumph. Okay, ich suche nur gerade nach Hinweisen, warum dieser Mörder jetzt Priscilla als Opfer... Da hat Priscilla mitgespielt, oder? Hat sie das? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, ne? Sie hat nur geschrieben. Warst du in Wüsenmann? Angeblich ist das eher ein Schweinestall als eine Hauptstadt. Kann nicht. Nee. Atmen? Okay, hätte ja sein können. So, du willst jetzt, bist du irgendwie, es muss doch diese Gasse sein. Hast du denn mal die Hexersinne dort benutzt? Ich glaube, ich weiß, was unser Fehler ist. Hey, da, Hexer, da will ich. Der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Oh. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Der ist schnell, kommen, der Typ. So schnell du kannst. Das ging ja jetzt irgendwie sehr schnell. Ich glaube, wir untersuchen erstmal die Gasse allerdings, oder? Ja. War das hier? Eine Feuerschale zu dieser Jahreszeit? Den Geruch kenne ich. Ist er das? Woher soll ich das wissen? So, und beobachtet ihn. Fußabdrücke. Der Fußabdruck eines Mannes, vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Vorsicht Schritt hinter dir gemacht. Wieso greift er dich an? Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Üblich in dieser Gasse. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Schlagt ihn! Tötet ihn! So, oh, er ist in die Gasse gegangen. Er will verprügelt werden. Gibt's da for free, ne? Irgendwie blocken die ganze Zeit. Tja, dann muss ich ihre Ausdauer wegkriegen. Verreckst gleich erstmal. Ja, lass dich nicht so in die Zange nehmen. Nein. Du bist so gut wie tot. Du hast auch noch Fleisch. Ja, los, auf ihn! Wir müssen ihn umzingeln. Du verfluchter Bastard! Die haben sie auch Wieso darf ich mein Schwert nicht benutzen? Was soll das immer? Wie wahrscheinlich... Du hast auch versucht, es zu ziehen mit Digipad rechts oder links. Verfluchte Scheiße! Jetzt tun sie so, als hätten sie nichts gewollt, oder was? Versuch's doch, du Schwanz! Töte die einfach. Ich meine, die haben dich angegriffen. Falsches Schwert. Das ist das falsche Schwert. Verfluchte Scheiße! Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundesohn. Ich weiß, ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen könnten. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Was ist da jetzt passiert? Was sind das für komische Leute? Als wenn da einer total offensichtlich
hinläuft und sich alles nochmal genau anguckt. Am Boden kratzt und das ist dann auf jeden Fall der Mörder, oder was? Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Aha. Lispellotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Also sie stellt Huren an in ihrem Stück und sie macht Witze, also sie über ist Ketzerin. Also. Ja, also wieder die, also genau diese beiden Sachen. Mhm. Nee, aber der Zwerg, ja, genau, da ist die Verbindung. Ja. Priscilla war nicht das einzige Opfer, ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Naja, haltet euch mal zurück. So, du warst noch nicht fertig mit Untersuchen. Ja, ich wurde mittendrin genervt. Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Glitzer. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Da ist sie wieder, die Predigt. Die Predigt, dieselbe das Predigt. Das ist schon sehr, sehr offensichtlich irgendwie. Ja, jetzt würde ich sagen, eigentlich ist der Mörder klar. Nur überführen können wir ihn noch nicht. Nein. Menschlich. Von Priscilla. Wir haben keine Beweise. Aber wir können mit dem Leichenbeschauer sprechen. No, da ist ja jetzt leider noch ein Opfer. Gefindort worden. Wieso leider? Vielleicht ist es auch das Opfer, das wir brauchten. Damit die Morde aufhören. Ja. Das ist eine komische Art, das zu sehen. Das ist sehr pragmatisch. Ja, ne? Irgendwie trotzdem gut, dass du nicht bei der Kripo bist. Das ist auch... ich nehme das mal zurück. Das war hirnlos. So nach dem Motto, jemand ist ermordet worden. Gut, dann können wir den Mörder vielleicht schnappen. Vorher gab es ja keinen Mörder, so hätten wir ihn nicht schnappen können. Was? Bitte? Wie? Alles gut. Macht das die Welt besser? Ich weiß es nicht. Tag. Rein da. Moment, ist das nicht... Das ist... Ist das der Kanal? Nee, ist richtig. Ich dachte gerade, dass wir dieses Bad von... Nee, wir sind wieder im gleichen Schauhaus. Genau. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett sehr von nett. Dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Mhm. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deiner Nachforschung. Er hat die Stadt verlassen. Das passt dann aber nicht, wenn das stimmt. Ja. Ja, ne? Du magst Nathaniel nicht? Wer mag den schon? Er ist grausam und unberechenbar. Einmal kam er hier reingestürmt, griff sich das Skalpell, das ich gerade sterilisierte, und schnitt mir in den Rücken bis auf den Knochen. Weil ich vergessen hatte, den Lagerraum zu versperren. Was für ein Psycho. Alter. Es ist nicht leicht, so jemanden zu mögen. Meinst du nicht auch? Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt. Wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Passt alles zusammen, ne?
Genau, frag das noch und die Autopsie fangen wir dann in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Übrigens, du und von Graz mögt euch nicht besonders. Wie kommt das? Ich habe dafür gesorgt, dass er ins Gefängnis kam. Weißt du, Joachim hat die Studentenproteste von 1242 angeführt. Eine sinnlose, brutale Revolte. Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Nun. Die Kehle mit klinischer Präzision. Französische Revolution. Ja, so lief es wirklich. Naja, ich weiß. Ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. War das eigentlich, jetzt bin ich wieder ungebildet, war die Französische Revolution, ging die eigentlich auch vom Bildungsbürgertum aus oder war das eher der Plebs? Da fragst du etwas, wozu ich mal keine Aussage treffen möchte, weil ich habe keine Ahnung. Okay. Und irgendwie ist das dann in meiner Position so ein bisschen doof, Scheiße zu erzählen. Ne? Nee, dann lass lieber, wenn es so. Ja, ich weiß es einfach gerade nicht. Warum fragst du so? Weil es mich gerade interessiert. Ja, ich weiß. Weil es sonst wirklich dieselbe Situation wäre. Ja, das stimmt schon. Ich kann es dir nur gar nicht sagen. So, er wirkt ein bisschen jung, um der Lehrer von dem Typen zu sein. Das stimmt, ne? Er wirkt sehr jung. Ja, das ist wahr. Wie alt ist von Graz? 50? 60? 53, glaube ich. Warum fragst du? Du siehst reichlich jung aus, um sein Lehrer gewesen zu sein. Kein Wunder. Ich lebe seit Jahren im Kalten und Dunklen und atme Balsamierungsdämpfe ein. Die Arbeit mit Leichen verlängert das Leben. Amüsant, nicht? Das ist eine sehr zweifelhafte Erklärung, es sei denn, er ist Magier. Außer natürlich, das sollte jetzt einfach nur ein Witz sein und es ist einfach Zufall. Ja, gut, aber einen Witz bringt man noch ein bisschen anders. Oder ist er ein Vampir oder sowas. Na gut, jedenfalls mit der Autopsie fangen wir in der nächsten Folge an. Bis dahin, ciao. Ciao.